beenden auch diese Richtung. Wir beenden nicht die hochqualitative Richtung, aber wir beenden die Merchandise-Richtung. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 2. Warum wird die dritte Kollektion... Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor wir beginnen, ich spreche heute über meine Merchandise, dementsprechend natürlich hier mit Werbung versehen. Liebe Freunde, ich möchte heute gar nicht lange um den heißen Brei quatschen. Es gibt hier wichtige Fragen, die natürlich von eurer Seite aus entstehen. Dementsprechend unterteile ich das Video heute in zwei Punkte. Was ist mit der dritten Kollektion? Warum wird es keine Merchandise mehr geben? Über diese Punkte möchte ich heute mit euch sprechen. Ich werde alles so kurz wie möglich halten, um euch alle Informationen gefiltert zu geben. Wir fangen an mit Punkt Nummer 1. Was ist mit der dritten Kollektion los? Ein halbes Jahr lang habe ich euch die heißeste, litterste, komfortabelste und qualitativ hochwertigste Merchandise-Kollektion, die es jemals im deutschsprachigen Raum gegeben hat, versprochen. Und ich werde mein Versprechen einhalten. Am Sonntag, den 23. März um Punkt 18 Uhr droppt finalmente meine dritte Kollektion, liebe Freunde. Das bedeutet von jetzt an nur noch eine Woche. Natürlich wie immer auf meiner Homepage maximilian.eu, aber... Die Homepage ist noch gesperrt. Die Homepage ist... Time out. Die Homepage ist ab jetzt eine Woche bis zum Drop gesperrt. Ihr könnt aber jetzt schon shoppen. Der Code zur Homepage lautet AMI333. Das Ding ist, liebe Freunde, alle Produkte sind zensiert. Das heißt, nur diejenigen, die auf mein Können als Designer vertrauen, kaufen hier blind ein. Oder diejenigen, die Angst haben, dass bis zum Drop-Tag alles schon weg sein wird, können sich jetzt hier alles holen. Natürlich, wer früher bestellt, bekommt früher. Diejenigen, die jetzt schon innerhalb dieser Zeit bis zum Sonntag bestellen, bekommen ihre Klamotten vor dem Drop Day. Das heißt, ihr trägt es früher an eurem Körper, als jeder andere überhaupt weiß, wie das Ganze aussieht. Das ist jetzt eure Möglichkeit. Der Countdown läuft. Maximilian.eu, Kennwort AMI333. Ganz kurzer Einschub im Edit Mode. Wenn ihr gekoppt habt, dann schickt mir den Screenshot der Bestellbestätigung entweder auf Instagram, MaxOBMe, oder auf Snapchat, MaxOBMe, und ich werde euch mit eurem Namen teilen. Freunde, das ist unser Erkennungszeichen. Die dritte Kollektion ist die Uniform der Maximilian Army. Zeigen wir der Welt, wie stark die Maximilian Army ist, wie stark wir zusammenhalten, vor allem auch in Phasen, wo es richtig beschissen läuft, so wie jetzt erst vor kurzem. Hier halten wir zusammen, hier zeigen wir, was für eine Macht sind, wie wir zusammengehören, und das wird unser Ding. Also Freunde, schlagt auf alle Fälle zu, holt euch das Shirt, holt euch den Hoodie. Ich habe extra nochmal die Preise etwas mehr gedrückt als bei den letzten Kollektionen, also gebt Gas. Seid schnell, ich weiß nicht, wie viel am Drop-Tag tatsächlich noch da sein wird, aber erst am Sonntag, den 23.03. um 18 Uhr droppt das Promo-Video auf meinem YouTube-Kanal, das in Südafrika gedreht wurde mit Armani-Models, also ganz hochwertig der Scheiß. Da seht ihr zum ersten Mal, wie die Hoodies, wie die Shirts aussehen, wie sie fitten, also seid auf alle Fälle gespannt, wer sich davor noch nicht traut, das Ganze zensiert zu bestellen. Das ist alles zur dritten Kollektion, liebe Freunde. Hochqualitativ gehen wir da in eine Richtung und beenden auch diese Richtung. Wir beenden nicht die hochqualitative Richtung, aber wir beenden die Merchandise-Richtung. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 2. Warum wird die dritte Kollektion die letzte Merchandise-Kollektion sein? Ganz einfach, liebe Freunde, ich habe mich dazu entschieden, nicht mehr auf Merchandise zu bauen, sondern tatsächlich eine eigene Marke aus dem Boden hervorzustampfen und all meine Ideen, die ich im Laufe meiner Lebenszeit hatte, einfach hier zu verwirklichen. Hier werden wirklich krasse Kollektionen kommen. Ich habe mich zusammengetan mit einer Street-Style-Firma namens Reamo, based in Vienna. Das sind richtig talentierte Typen mit richtig krassen Connections. Die Produktion wird sich verlagern zu einer Firma, die in der High-Fashion-Szene keine Unbekannte ist. Hier lassen zwei große High-Fashion-Marken produzieren. Ich darf den Namen nicht nennen, gell? Aus rechtlichen Gründen darf ich den Namen nicht nennen, aber Tipps. Ja, die Produzenten, ich kriege natürlich Ärger mit den Produzenten, wenn ich den Namen verrate, aber ich kann ja mal Tipps geben. Die eine Marke ist... Ich schneide es eh raus. Und die andere Marke, kann man schon mal sagen, klingt so ähnlich wie Mosquito. Nur ein Buchstabe wird gegen den nächsten Buchstaben nach M ausgetauscht und dann hat man den zweiten Markennamen. Das war jetzt nicht so auffällig. Ja, da muss man schon ein bisschen überlegen.
Ja, also diese zwei großen Marken, welche auch immer das sein mögen, lassen dort produzieren. Dementsprechend hoch ist die Qualität und genau mit der gleichen Qualität wird dann auch meine Marke produziert dort, Freunde. Es wird nicht nur Shirts und Hoodies geben, es wird auch Hosen geben, es wird Jacken geben, es wird vielleicht Backpacks geben, es wird vielleicht Gürtel geben. All das ist Zukunftsmusik, liebe Freunde. Ich sitze jetzt schon dran mit Reamo an der Gestaltung und an der Durchführung der nächsten Kollektion, der ersten Kollektion von MAM. Seid auf alle Fälle gespannt, es wird noch richtig lit und wir gehen hier in eine ganz andere Sphäre. Ich kenne kaum eine Marke im Streetstyle-Bereich, die mit dieser Qualität produzieren lässt. Ich meine, ist auch nicht schwierig, wenn man bedenkt, mit welcher Quali Supreme und Antisocial Social Club produzieren lässt. Liebe Freunde, seid schnell, ihr habt jetzt eine Woche, die Zeit läuft. Wenn ihr safe was haben wollt, dann jetzt schnell auf maximilian.eu mit dem Code ARMY333. Das ist unsere letzte Kollektion, unsere letzte Merchandise-Kollektion, das Zeichen der Maximilian Army. Geben wir der ganzen Army eine Uniform, die dritte Kollektion, auch mit sehr vielen Nuancen, die hier Army vermuten lassen. Also ich habe da Bundesheer einfließen lassen, natürlich, Armee gehört zusammen, wir sind eine Bewegung, wir halten zusammen und das wird unser Erkennungszeichen sein. Also jetzt koppen, was geht, schauen, was noch da ist, bis zum finalen Release-Date am 23. Ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, ihr koppt schnell. Wenn ihr gekoppt habt, dann gleich mich markieren auf Instagram. Ich zeige das Ganze, freue mich jetzt schon. Vielen lieben Dank für den Support an die Maximilian Army. Ab jetzt wird es Zeit, das Ding zu rocken. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf alle Fälle ein Like da. Homepage nochmal unten verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.